Unser Rückblick zum Spiel gegen Frankfurt. 1995 war es nach 5 Niederlagen in Serie bei der Eintracht mal wieder Zeit für 3 Punkte. Hier kommen die Highlights der Partie aus der Saison 95-96. Spannung und Drama sind garantiert. Es ist ein torreiches Duell im September 95. Markus Schupp eröffnet im Frankfurter Waldstadion den Torreigen, nicht zu halten für Stefan Klos. Nach 27 Minuten schlägt der BVB erstmals zurück. Matthias Sammer findet eine Lücke in der vielbeinigen Frankfurter Abwehr. Andi Möller vollendet 1:1. 8 Minuten später wieder die Eintracht. Okocha lässt Zorc stehen und flankt punktgenau auf den Kopf von Ekström. Nur eine Minute später der BVB-Kapitän Zorc erneut im Blickpunkt. Er steigt am höchsten und erzielt den 2:2-Ausgleich. Damit ist aber noch nicht Halbzeit. Eine schlecht geklärte Flanke landet über Umwege bei Raufmann. 2:3 aus Dortmunder Sicht. Matthias Sammer ist außer sich, man kann es verstehen. Doch nach der Pause übernimmt der BVB das Kommando. 46. Minute, Zorc auf Herrlich, der BVB gleich zum dritten Mal aus. Dann dauert es bis zur 82. Minute. Der 19-jährige Lars Ricken schlägt im zweiten Anlauf Nationaltorhüter Andi Köpke. 4:3, der erste Auswärtssieg in Frankfurt seit 1989 und 3 Punkte auf dem Weg zum Titel.